Schauen Sie mal. 8 Zoll breit und mit einer Kapazität von sagenhaften 80 Kilobyte. Ha! Erbeutet von Kollegen bei der CIA mit Startcode sowjetischer Atomraketen. Nicht die Originaldiskette natürlich, aber eine exakte Kopie, eine perfekte Fusion der Konzepte, die im Kollektivbewusstsein des Kalten Krieges herumschwirrten. Ein Gefäß. In jeder Hinsicht ein Auffangbecken unheilvoller Energien. Und sie kamen. Wir haben nicht alle Details, aber als Dinge um die Diskette plötzlich zu fliegen begannen, kam sie zu uns. Auch ein Objekt der Macht. ODM. Ups. Oh, und sie bringt Dinge telekinetisch zum Schweben. Hier flogen bereits 30 Bleistifte. Und einmal schwebte sogar. Kommunikation. Wir sind auf dem richtigen Weg. Objekt der Macht. Sieht aus, als würde sie vom Zischen befallen. Wir müssen sie säubern.
Ich höre dich schwerer, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat hier das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht ihre Direktorin. Wie du es wolltest, oder? Das hilft mir im Kampf gegen das Zischen. Thank you.
Die Hotline sollte in der Kommunikationsabteilung sein. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Thank you.
Sie hören America Overnight. Wir mystifizieren. Sie hören America Overnight. Wir mystifizieren die Funkwellen seit 29 Jahren. Danke, dass Sie bei uns sind. Geister. Wir haben im Laufe der Jahre viele Anrufer gehabt, die uns von Geistern, Stimmen und anderen phantasmagorischen Phänomenen erzählten. Heute erzählt der Freund der Sendung, Dr. Quincy Reagan, seine Geschichte. Quincy. Danke. Das habe ich kürzlich erlebt, als ich wegen der Suspicicon im vergangenen Jahr im Chili Pines Hotel in Macon übernachtete. Ich war in Zimmer 47. Der Nachtmanager, ein begeisterter Zuhörer des Programms, bestand darauf, dass ich genau dieses Zimmer nehme. Also, der Manager erklärte, dass vor Jahren die Leiche eines Mannes unter dem Bett entdeckt wurde, in dem Holzrahmen, den die Motelbetten in der Regel haben. Die Leiche war seit einer Woche dort, sagte er. Gäste waren dort gewesen und schliefen mit der Leiche einen halben Meter unter ihnen. Sie fanden die Leiche erst, als sich die Putzleute über den Geruch beschwerten. Seitdem wurden in Raum 47 Geisterscheinungen gemeldet. Ich nahm das Zimmer gern. Ich schlief recht schnell ein, nachdem ich erst unter dem Bett nachgeschaut hatte. Keine Geister besuchten mich. Keine kalten Stellen oder flackernden Lichter. Aber als ich erwachte, befand ich mich unter dem Bett. Es war dunkel und erdrückend heiß. Glücklicherweise konnte ich vorm Ersticken die Matratze wegschieben und herauskriechen. Der Nachtmanager fand netterweise ein anderes Zimmer für mich. Da haben Sie es, liebe Zuhörer. Was wir Geister nennen, hat viele Formen. Quincy war mutig genug, seine Geschichte zu erzählen. Und ich ermutige Sie, weiter anzurufen und zu schreiben, wenn Sie auf etwas Seltsames stoßen. Etwas, das Sie nicht erklären können. Vielleicht sehen Sie Farben, für die wir keinen Namen haben. Durch die Funkwellen seit 29 Jahren. Danke, dass Sie bei uns sind. Geister. Wir haben im Laufe der Jahre viele Anrufer gehabt, die uns Geistern, Stimmen und anderen phantasmagorischen Phänomenen erzählen. Heute erzählt er uns. Schlüpfkopf, 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 Schlüpfkop
Thank you.
Oh.